Das heißt, wir dürfen von hier verschwinden? Ist ja cool. It's okay. Wir sehen uns wieder, Kleiner. Früher oder später. Oh, das ist so cool. Ich liebe den Effekt jedes Mal. Das Tor ist offen. Das Schlüsselschwert wird zum Gleiter. Es ist so cool einfach. So ein dicken Gleiter, die coole Rüstung. Und weg hier. Du kannst jetzt zu Ventus einen Dimensionslink herstellen. Sehr schön. So, während des D-Links können die Kommandos des anderen Charakters benutzt werden. Mit rechts rufst du das Menü deiner D-Link-Partner auf. Stellst du einen D-Link her, wird die D-Link-Leiste aufgebraucht. Ist sie leer, wird auch der D-Link aufgehoben. Beim D-Link werden deine LP vollständig regeneriert. Sammelst du D-Link-Kugeln und frischst du die D-Link-Leiste wieder auf. Besiegst du während deines D-Links Gegner, bleibt manchmal ein Symbol zurück. Sammelst du diese Symbole auf, wird der D-Link verstärkt. Kannst jetzt zu Aqua einen Dimensionslink herstellen. Sehr schön. Haben wir schon unsere ersten beiden. Wie der eben stand, die kann man, wenn man während des D-Links Gegner besiegt, kann man den theoretisch upgraden. Wenn man zwei Items hat, kommt man, glaube ich, auf die höchste Stufe dann. Du kannst jetzt auf dem Kommandobrett Land des Aufbruchs spielen. So, unser erstes Ziel ist dieses Schloss. Komme ich jetzt in die Einstellungen? Menü öffnen? Ja, jetzt komme ich da rein. Okay. So, Steuerung. Was gibt's denn hier alles? Einmal. Kamera horizontal invertiert. Okay, nein. Sonst sollte es hier soweit passen. Rüstungsfarben. Kann man Rüstungsfarben anpassen? Nee, ich lasse das mal so. Ich finde, das sieht cool aus. Das passt schon. Sonst bleiben wir hier mal auf Steuerung A. Einfach mal drauf. Okay. So, was haben wir denn hier jetzt alles? Status. Jetzt haben wir noch ein paar neue Sachen bekommen. Mein erster Kommandostil. As Fatalis. Sieht man jetzt hier bei den Abschlusskommandos. Okay, sieht man hier nicht. Aber das ist, in den kann ich theoretisch wechseln, wenn ich es richtig anstelle. Und hier hat es ja schon ein bisschen was aufgefüllt. Bei der ersten Leiste. So, die links haben wir jetzt Ventus und Aqua. Da die zwei Slots, die man da rechts neben dem Namen sieht, sind eben für die Items, die man finden kann. Fertigkeiten. Schwertfall hat die maximale Stufe erreicht. Die Fertigkeit Analyse wird automatisch angelegt. Genau. Das hatten wir ja eigentlich schon. Items. Haben wir den Erderschütterer hier. Der macht auf jeden Fall deutlich mehr Schaden als die Klinge vom Ventus vorhin. Ah, da sieht man jetzt auch das Multifokus-Kommando, das wir vorhin geübt haben. Er hat den Schallschatten. Das ist eine ziemlich coole Attacke. Kann ich dann später ja mal zeigen. So, hier haben wir die Standard-Kommandos. Das ist immer ein normaler Sprung, dass man springen kann. Kann man theoretisch... Okay, kann man die jetzt nicht ablegen. Blocken schon. Ja, wenn man das ablegt, könnte man nicht blocken, aber das tue ich natürlich nicht. Und die Grätsche, das ist das komische Vordashen, das wir haben. Und er hat jetzt hier natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Jetzt kann ich hier zum Beispiel, obwohl ich kann eh nichts auswählen, weil wir eh nur drei haben und drei ausgewählt haben. Da kann man zum Beispiel die jetzt schon voll aufgelevelt sind, natürlich durch andere austauschen. Damit man die anderen auch ein bisschen auflevelt. So, hier ist das Kommandobrett, da könnte man das Würfelspiel spielen. In den Berichten könnte man theoretisch alle möglichen Sachen nachlesen. Schauen, welche Schätze man gefunden hat, etc. Aber das suchen wir uns jetzt alles nicht an. Wir fliegen jetzt einfach mal mit Vollgas hier weiter. Hier kann man schon ein bisschen die Welten sehen.
Und was ich cool finde, da das hier ja im Prinzip die Vorgeschichte ist, spielt man auch wirklich die ältesten der Disney-Filme. Wenn man jetzt an die ältesten Disney-Filme denkt, dann kann man vielleicht erkennen, was das ist, was dieses Schloss ist und was dieses Schloss ist. Das muss man nicht erkennen, das ist was ganz anderes, aber das kann man theoretisch erkennen. Aber wer es nicht erkennt, wird es gleich erkennen. Und wer es nicht, dann immer noch nicht erkennt, dem fehlt eine Wissenslücke. Der hat eine Wissenslücke, besser gesagt. Oh, eckige Bäume. Ah, cooler Auftritt. Eine neue Welt. Monsters. The ones the Master mentioned. These are the Unversed. Ein Unversed. Okay. Und wie man vielleicht bemerkt, in diesem Spiel gibt es keine Herzlosen. Hier gibt es die Unversierten. Und die Unversed. Klingt auf Englisch besser. Besiege alle Unversierten. Okay. Können wir dir mal zeigen, was wir drauf haben. So, und ganz wichtig hier jetzt. Schön mit... Achso. Ah, mit den Kommando... Funktionen. Hier, die Gegner besiegen. Dann kommen wir nämlich in unseren Kommandostil rein. Das ist jetzt Ars Fatalis. Hier machen wir mehr Schaden. Haben ein bisschen andere Kombos. Und einen coolen Abschlussangriff. Und sobald wir den einmal gemacht haben, kommen wir wieder zurück in die Ausgangslage. Und hier muss man muss eben, damit man da reinkommt, ein paar normale Kommandos hier verwenden. Dann sieht man schon, dass die Kommandoleiste so glitzert. Und dann ist man hier drinnen. Dann hat man hier auch eine andere Leiste, die sich da drüber auffüllt. Ich kann jetzt theoretisch, wenn noch mehr Gegner da sind, lohnt sich jetzt nicht mal bei dem einen. Ah, dann können wir mal die D-Link-Leiste ausprobieren. Boah, die Musik ist gerade echt laut. Muss ich beim nächsten Mal auf jeden Fall ein bisschen leiser stellen. Aber ist jetzt gerade egal. Da flieht einer. Mistkerl. No, you don't. Aber ich will zuerst die Kiste aufmachen, bitte. Bitte. Bitte, 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 bitte. Danke. Dankeschön. Ah, toll. Habe ich jetzt ernsthaft einen D-Link gemacht? Ich glaube, ich habe jetzt ernsthaft einen D-Link gemacht. Okay, hier kommen wir, glaube ich, nicht weiter, genau. Schauen wir kurz, ob es hier Kisten gibt. Okay, die Tastenbelegung ist auf jeden Fall anders als in Kingdom Hearts 2, deswegen habe ich hier noch ein bisschen meine Schwierigkeiten damit. So, ich glaube, hier ist nichts mehr so weit. Ist nur noch diese unüberwindbare Feuerwand. Keine Zeit für Abstecher, okay. So, und das ist das, der Ausweichmove von Terra. Mit dem können wir uns schon schnell fortbewegen. Das ist ziemlich praktisch. Ein bisschen vorwärts dashen. Ich glaube, man ist mit dem schneller. Wenn ich richtig liege. So. Und was es hier natürlich auch zum Sammeln gibt. Ein Passsticker. Braucht kein Mensch, aber... Es gibt's ja, also... Muss man damit leben. So. Und wer sich über die Grafik oder so ein bisschen wundert... Boah, die Musik ist echt verdammt laut. Ja. Das Spiel ist ursprünglich ein PSP-Spiel und wurde eben hier für die PS3 nochmal neu aufgearbeitet. Also braucht man sich nicht wundern, wenn die Grafik hier ein bisschen klotzig und so ist, weil es einfach doch
für eine etwas schwächere Konsole gemacht wurde. Dementsprechend natürlich an der Grafik ein bisschen mangelt, aber man muss sagen, es ist echt schön aufgebaut worden, aufpoliert worden. Weil, wenn man denkt, was für eine Auflösung die PSP hat, was für eine Auflösung wir hier spielen im Full HD, da sind diese Kanten schon gestochen scharf. Und vor allem die Charaktere, die haben sie schön gemacht. Da haben sie doch ein bisschen was reingesteckt an Arbeit. Da kann man nicht sagen. Das ist vollkommen okay. So, wohin haust du ab? Nicht mit mir, Freundchen. Das verwunschene Reich. Ach, sieh mal einer an, wer denn da ist. Langsam sollte es dämmern, was für eine Welt das ist. Why aren't you asleep, boy? That fool Flora cast a spell to put everyone in this castle into a deep, deep slumber. Who are you? Why, I am Maleficent, as all who dwell in this kingdom would know. Now you must reciprocate the introduction. Who are you? I'm Terra. What do you know about those monsters? The ones who attacked me. Now why would I give a thought to creatures so base, so inconsequential? Well, they are base, that's for sure. Anyway, I'm looking for someone. Ever heard of a man named Xehanort? That name is not familiar to me. Is he an outsider like yourself? Oh, but wait. I do remember someone leaving the castle. Tell me, what was he doing there? I couldn't say. I can only be certain he was not from this kingdom. If you're curious, go see the castle for yourself. There, the entrance is past the bridge. Thanks. Perhaps he did speak about imprisoning the light. The light could be so many things. Could he have meant Princess Aurora? Aurora. Ah, niemals Malefiz trauen. Niemals Malefiz trauen. Anfängerfehler, lieber Terra. Anfängerfehler. Die hat nie was Gutes im Schilde. So, aber jetzt sollte es zumindest schon mal klar sein, in welcher Welt wir sind. So. Machen wir mal einen D-Link. Jetzt kriegen wir den Kampfstil. Bisschen von Ventus übernommen. Bisschen schneller und die Fertigkeiten von ihm. Und das sollte man am besten schön oft machen, das Ganze. Damit man eben diese Items findet. Nicht diese Items, das sind dann schon ein bisschen speziellere Items. Die dann eben dafür sorgen, dass man hier deutlich mehr Schaden auch aushält, solange man in dem Link drin ist.